Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit dir 7 Tipps teilen, wie du zum besseren Networker wirst. Der erste Tipp, den ich dir geben kann, ist: Visualisiere dein Ziel. Ich schreibe das gerade mal hier mit. Visualisiere dein Ziel. Also visualisiere das, was du erreichen möchtest und das ist jetzt kein Geheimnis, ja, sondern das kenne ich schon viele, viele Jahre, wird in vielen Erfolgsratgebern immer wieder dazu geraten, sein Ziel zu visualisieren als bereits erreicht. Ich wusste das theoretisch auch viele, viele Jahre, habe das aber in der Praxis eher selten angewendet und sei, dass ich es seit 3 Jahren konsequent nahezu täglich tue, immer morgens, nachdem ich aufstehe und wenn ich mal kurze Pausen habe, einfach kurz visualisieren, was ich in meinem Leben noch erreichen will und stelle es mir dann als erreicht vor, haben sich meine Ergebnisse deutlich verbessert und das ist ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall mit ans Herz legen würde, das ebenfalls zu tun. Teste es für dich selbst aus und du wirst merken, wie es dein Leben einfach bereichert. Dann zweitens, fokussiere dich auf die wichtigen, Dinge, ja, im Network Marketing. Oder ich schreibe hier einfach mal Fokus. Und es sind im Prinzip 3 Dinge, auf die du achten musst oder beziehungsweise 3 Dinge, die du ja immer wieder tun solltest. Das ist der erste Punkt ist neue Kunden gewinnen. Auch das sollte kein Geheimnis sein. Dann neue Vertriebspartner gewinnen. Ich mache jetzt einfach mal hier neue VP. Also neue Vertriebspartner gewinnen. Und dann diesen neuen Vertriebspartner, schreiben wir hier schulen, beziehungsweise ihnen einfach zeigen, wie es funktioniert. Und auf diese 3 Dinge solltest du dich immer und immer wieder konzentrieren. Und alles andere, wenn möglich, eliminieren. Also versuch so wenig wie möglich Zeit mit anderen Dingen zu verbringen und dann wirst du deutlich bessere Ergebnisse erzielen. In der Praxis sieht es so aus, will ich auch keinen Hehl draus machen, dass die meisten Menschen im Network Marketing, die kein Geld verdienen, sich genau nicht auf diese 3 Dinge konzentrieren. Obwohl es so logisch ist, obwohl es so klar ist, machen sie genau diese 3 Dinge nicht. Es werden Tabellen erstellt, es wird trainiert, Training, auch hier mal so ein kleiner Exkurs dazu. Training ist super wichtig, aber Training bringt dir nichts, wenn du nicht, zum Wettkampf gehst. Ja? Das heißt, Training ohne Praxis ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Ja? Deswegen, wenn du im Network Marketing erfolgreich sein willst, trainiere natürlich, aber am besten trainiere in der Praxis, trainiere direkt beim Kunden. Der dritte Tipp, den ich dir mitgeben kann, das bezieht sich auf Nummer 2. Mach diese 3 Aktivitäten einmal 90 Tage am Stück. Und wenn diese 90 Tage am Stück vorbei sind, fang einfach wieder von vorne an. Und so machst du es eigentlich am besten immer wieder. Ja, warum diese 90 Tage? Es gibt verschiedene Studien beziehungsweise verschiedene Aussagen auch von Leuten aus der Wissenschaft, die sagen, die einen sagen, man braucht 21 Tage, um eine neue Gewohnheit zu installieren. Andere wiederum sagen, man braucht 60 Tage, 90 Tage. Manche sagen sogar, es gibt Studien, die dann bei manchen sogar bis zu einem Jahr gehen, wo es dauert, eine neue Gewohnheit zu installieren. Und natürlich ist das hier jetzt keine Gewohnheit so an sich, aber es ist etwas, wo du dich drauf schulen kannst, dass du tagtäglich nur diese Dinge wirklich auch konsequent umsetzt. Und das sind natürlich die Dinge, die dein Geschäft zum Wachsen bringen. Und wenn du wirklich vorhast, ein Top-Networker zu werden, dann ist es unabdingbar, dass du dich auf diese Dinge konzentrierst. Und zwar so lange, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und dass du es einfach tagtäglich dann auch tust. Deswegen diese 90 Tage und am besten einfach dann nach den 90 Tagen die nächsten 90 Tage und so weiter. Der vierte Tipp ist, lerne Nein zu sagen. Nein zu Zeitdieben, Nein zu Aktivitäten, die nicht zum Ziel führen, aber auch Nein, und ich weiß, da mache ich mich vielleicht jetzt auch ein bisschen unbeliebt, Nein zu Teampartnern, die nicht dazu beitragen, das Ziel zu erreichen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber im Network Marketing ist oft so, dass Vertriebspartner meinen, dass
ihnen jemand etwas schuldig ist und dass man dankbar sein muss, dass die Menschen im Team sind. Nicht falsch verstehen, ich bin für jeden Teampartner, den ich jemals in meinem Leben gesponsert habe, mehr als dankbar und ich habe jeden gern in meinem Team. Und ich meine das, was ich jetzt sage, auch nicht auf persönlicher Ebene, aber letzten Endes ist Network Marketing auch ein Unternehmen. Ja, du baust ja Network Marketing als dein Unternehmen auf und es ist ein Business. Und in der freien Wirtschaft, ja, würde niemand, ja, eine Person einstellen, die ja beim Vorstellungsgespräch sagt, also mal angenommen, du suchst eine Person für dein Sekretariat, ja, von morgens um 8 bis abends um 5. So, und wenn jetzt jemand zu dir ins Vorstellungsgespräch kommt und sagt, naja, ich kann aber erst von 11 Uhr arbeiten und dann maximal bis 15 Uhr, dann wirst du die Person nicht einstellen. So, und im Network Marketing haben wir diese Vorgaben natürlich nicht, aber trotz alledem musst du ja für dich wissen, ob die Person eine Säule in deinem Geschäft ist oder nicht. Und du hast ja deine Ziele. Und wenn du deine Ziele hast, dann musst du deine Zeit halt eben auch auf die Menschen konzentrieren, die gemeinsam mit dir dieses Ziel teilen, die ihr Ziel erreichen wollen, was aber auch zu deinem Ziel passt. Und wenn halt Menschen, ich sag mal, sich bei dir einschreiben, dann 3 Monate nichts machen, dann die Fragen vom Anfang immer wieder wiederholen, dann zeigst du es ihnen nochmal, dann machen sie wieder 3 Monate nichts, dann kommen sie wieder und haben natürlich wieder die Fragen, weil in 3 Monaten vergisst man das Ganze, wenn man nicht aktiv wird, ist logisch. Da musst du halt auch irgendwann sagen, du, hör zu, du nimmst das Ganze wohl nicht ernst genug. Von daher, ich helfe dir gerne weiter, aber erst ab dem Zeitpunkt, wo du dann halt bereit bist, auch die notwendige Leistung zu bringen. Und ich weiß, es hört sich jetzt richtig blöd an, ist aber so. Wir sind letzten Endes auch Unternehmer. Ja, du bist, wenn du Network Marketing betreibst, Unternehmer. Das heißt nicht, dass man die Menschen nicht gerne haben kann. Ich mag jeden Einzelnen in meinem Team. Ich mag jeden Einzelnen, den ich jemals gesponsert habe. Das ist überhaupt keine Frage. Aber du musst deine Zeit einfach auf die Menschen fokussieren, mit denen du vorankommst. Wenn du 10.000 Euro im Monat verdienen willst, dann musst du dich eben auf die Menschen auch konzentrieren, mit denen du die 10.000 Euro im Monat verdienen kannst. Es nützt dir nichts, wenn du dich auf andere Menschen konzentrierst, die nichts, die vielleicht nicht in deinem Team arbeiten, ja, die in deinem Team eingeschrieben sind, aber keine Aktivität bringen. Das bringt dich deinem Ziel nicht weiter. Und da ist es dann halt eine Entscheidung für dich, die du dann halt treffen musst, für wen du deine Zeit investierst. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht dann zu einem späteren Zeitpunkt auch zu den Personen werden können. Diese Chance musst du halt auch jedem lassen. Aber fokussiere dich immer auf die Menschen, die dir dabei helfen, deine Ziele auch zu erreichen. 5. Tipp, und der ist der schließt sich eigentlich an den Tipp Nummer 4 an. Wertschätze deine Zeit, achte deine Zeit. Deine Zeit ist einfach wertvoll, ja. Und ich schreibe jetzt hier mal kurz das Stichwort Zeit. Habe ich eben im Prinzip schon alles dazu gesagt. Du hast nur 24 Stunden am Tag und da musst du auch sehr sorgfältig überprüfen, für wen du diese Zeit dann auch zur Verfügung stellst und wo du bereit bist, deine Zeit zu investieren. Ja, weil wenn du deine Zeit nicht achtest und wenn du nicht sehr sorgfältig mit deiner Zeit umgehst, dann werden dich einfach unbewusst andere Menschen in Beschlag nehmen und dir wird es gar nicht auffallen, dann ist der ganze Tag vorbei und du bist keinen Schritt weitergekommen. Also auch hier drauf achten. Dann, wenn du Hilfe brauchst, dann frag danach, ja. Frag deine Upline, frag deinen Sponsor, frag deine Teampartner. Sag konkret, was das Problem ist und hol dir dann auch die Hilfe. Das spart dir nicht nur Zeit, sondern ist auch die Abkürzung schlechthin, weil du von den Erfahrungen anderer profitierst, die vielleicht schon viel länger in dem Bereich oder in der Branche tätig sind als du. Und dann der letzte Tipp, sei dankbar. Sei dankbar für all das, was du in deinem Leben hast und was du machen darfst, ja, was du machen kannst. Es gibt viele Menschen, die können vielleicht diesen Beruf, diesen wunderschönen Beruf gar nicht ausüben, weil sie gesundheitlich so angeschlagen sind, dass sie gar nicht die Chance haben, neue Kunden zu gewinnen, neue Vertriebspartner zu generieren, diese zu schulen. Oder ja, sei einfach dankbar für die Dinge, die du in deinem Leben auch tun kannst. Und Dankbarkeit ist eine der stärksten Kräfte
Und du wirst selbst für dich feststellen, wenn du dir tagtäglich darüber bewusst wirst, für was du alles dankbar sein kannst, dann wird sich dein Leben auch dramatisch verändern. Du kannst dazu zum Beispiel ein Journal führen, ein Dankbarkeitsbuch, einfach, dass du diese Themen aufschreibst, für was du dankbar bist, was heute toll gelaufen ist. Und dann wird sich dein Fokus ja auch verstärkt auf diese Dinge richten und du wirst mehr davon in dein Leben ziehen. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, teile das Ganze mit deinem Netzwerk. Ja, und wenn du auf der Suche bist, ja, nach einer, oder wenn du Lust hast, ja, eine neue berufliche Herausforderung anzupacken, wenn du auf der Suche bist nach einem coolen Team, nach einer tollen Community, wo du ja ein langfristiges Business für dich aufbauen kannst, dann findest du unterhalb des Videos alle Informationen. Ich freue mich, von dir zu hören. In diesem Sinne maximalen Erfolg. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.